Also ich habe das schon erwähnt, dass eigentlich heute soll in diesen Stunden einen Healthcare-Vortrag hier stattfinden. Das wird nicht stattfinden. Die haben mir nicht erzählt, wieso. Die haben mir gestern Abend erzählt. Naja, vielleicht kannst du das machen. Also ohne Vorbereitung stehe ich da. Normalerweise sind der Kram, einige Ausrüstung hier, das uns erlaubt, so passiv und aktiv Angriffe so live zu gestalten und das anzuschauen. Das ist nicht den Fall. Wir werden das anders machen, mit ein bisschen mehr Gerede und so. Und jetzt, wir haben das für andere Werkzeuge genutzt, die sind Beacons. Und falls jemand im Moment sich so kreativ fühlt, kann man einen Blick da werfen und ein paar Beacons rausholen und damit diese Stunde spielen. Bitte bringen Sie dann später zurück. Also das ist für diejenigen, die meinen Vortrag sehr langweilig halten, was ist eigentlich meist in Welt, so das ist dann der aktive Anteil. Ich stelle dann zwei Packungen da, machen wir dann zwei Packungen da und was zwei hier drüben. Jede Packung hat dann drei Beacons von Estimode. Und was das bedeutet, ist, man braucht drei zum Triangulisieren und ihren SDK funktioniert bei den Triangulisierungen beim iOS nur. Also den Android-SDK ist etwas anders, aber blick mal da rein und das macht Spaß. Gut, ich glaube, wir können dann wahrscheinlich anfangen. Ich heiße Michael Schluff von Benevitz und wohne in München, arbeite ich da bei einem Telekom-Betrieb, habe ich eine kleine Firma und tapfe ich um mobil und jetzt neue Sachen mit wie IoT ist auch, Internet der Dinge, was die meist kennen als recht Buzzword. Wir versuchen das ein bisschen rein tiefer zu machen. Ich bin den ersten Mal hier beim Foscon und nehme ich mal an, wir machen das auf Deutsch, ja? Wir können das en français, en francophone, en espagnol, oder in Englisch, bedeutet Chinesen? Nee. Aber das ist doch ein deutscher Kongress, ja? Habe ich richtig verstanden? Weiter auf Deutsch. Also, gut. Den Titel unserer Stunde heute ist Tagging Internet of Things Telemetry. Wir haben ein bisschen zu viele Folien, so werden wir ein paar dann schneller durchgehen. Muss ich hier noch wieder mich verbinden? Muss ich mich noch wieder verbinden an den Bluetooth hier, um die Folien zu steuern? So. So, da können wir anfangen. Geht es jetzt? Warum nicht? Ah, ich weiß wieso. Jetzt soll ich gehen. Nächsten Folien bitte. Das war der erste. Gut. Also in diesen Stunden normalerweise haben wir sowas zu tun und auch mit diese Live-Demos ist normalerweise zu viel. Also mit den IoT-Definitions, wir werden dann von Sensoren, Aktuatoren, Telemetrie und Telekommand reden, was die Unterschiede sind und wieso die Komponenten sind, die meist IoT-Systeme fassen. Dann Industrial Trends, ob man nutzt das für Logistik oder Einsatz von Barcode-Elementen und so. Dann, wie gesagt, habe ich schon Sensoren, Aktuatoren, Telemetrie und Telecommand, Protokolls und Transporten, was da relevant ist vom Netzwerkbetrieb für diese Thematik. Ja, und dann am Ende werden wir wahrscheinlich schon Zeit genug haben, um ein bisschen Live-Demos zu machen. Wahrscheinlich auf Bluetooth-Ebene. Das ist die Ausrüstung, die ich zufällig dabei habe. So, und das sind die Dinge, die hier dann den Runde machen. Wir haben 12 davon. Und wie gesagt, wenn man die gruppiert in Gruppen von 3, kann man dann triangulisieren und dabei eine eher Lokalisierung von
der Anwendung machen. Ein Beacon normalerweise zeigt nur den Distanz von das Objekt. Also man weiß nicht wo. Es ist nicht so eine Lokalisierung-Ding, bis dass man diese Schicht über den Distanz anbaut und hat dann Triangulisierungsdienste und so. Bin gespannt. Habe selbst nicht damit gespielt, aber vielleicht findet man was raus. Und dieses den Ausrüstung, das man normalerweise dabei hat. Wo ist meine Laser dann? Und solche Dinge wie zum Beispiel, nicht, dass ich hier mich, die sind die Rechner, die wir normalerweise dabei haben, so Intel-Geräten, das ist eine Galileo, was Linux drauf läuft, so ähnlich wie ein Arduino, aber mit recht Linux-Kern, Kern. Der hat die Arduino Shields hier drauf, noch eine Galileo, dann was Strom, eine ARM-basierte QB-Board, hier ein Switch, alle die Dinge, was eine live oder eine schnell aufzubauende IoT-System erlauben. Dann was man hier hat, man sieht es kaum, weil es unter dem Kabel steckt. Das ist ein Intel Edison Gerät. Wenn ihr eine davon noch nicht gesehen haben, das sind recht interessant. Die sind fast so groß wie eine SDHC-Karte und haben WLAN dabei und sind Doppelkern-Atomprozessoren, sind extrem niedrig in Energie. Man kann das in einen Luftballon oder sowas so einfach da hängen lassen mit einem Akku oder sowas, eine Batterie. Die sind gut. Dann, man hat solche diversen Dinge wie Feuchtigkeitssensoren, was ist noch dabei? NFC-Ableser und Thermometer. Die LEDs sieht man nicht so ganz gut in dem Bild. Also das ist den hinteren, den Platte, der normalerweise dabei ist. Den Strom ist dabei. Ein paar andere Dinge wie ein Raspberry Pi, was unsere MQTT-Broker uns zur Verfügung stellt. Das sieht man später, was MQTT bedeutet. Das einzige andere, wenn wir doch zu den Angreifsmodus kommen am Ende, dann die 4-Meter-Bereich, das ist eher, wo die, den Gerät, was ich da habe, das fasst einige Signalen. Und manchmal, also per Default, solche wie Apple-Geräten, steht der Name dabei. Ja, also, wenn es euch nicht stört, dass dann ihr ein Stück von euren Identität dann Preis macht und dann müsst ihr nichts machen, aber ihr könnt den Bluetooth-Stack auf euren Geräten abschalten, falls das nicht gefällt. Ich kann nicht viel da kontrollieren, es kommt ein Strom von Daten und dann man sieht ein paar Geräten und wie sie heißen. Ja, also vielleicht doch den Bluetooth-Stack abschalten. Das sind die Attack-Szenarien, was wir normalerweise durchführen. Die Active mache ich in der Regel nicht, weil es ein bisschen heikel ist. Es ist sehr schwer, eine Trennung da zu machen und ja, man kann da Sachen steuern, wenn man Zertifikaten austauscht und so. Passiv bedeutet einfach, dass man schaut, man monitort, man ist leise und dass man keine Daten ändert von zwischen den Empfänger, der Sender und der Empfänger. Aktiv bedeutet, dass ein Datenstück kommt vom Sender, man schaut es an und lässt es durch oder blockiert es oder ändert das auch. Man ändert zum Beispiel die IP-Header, damit eine andere IP-Nummer dabei kommt, damit man eine Man-in-the-Middle-Attack machen kann oder sowas. Naja. Und für diejenigen, die vielleicht bei den CCC, der Chaos Communication Camp waren, da haben sie diese tollen Radio-Geräten ausgehändigt und die sind generische RF-Empfängern und Sendern, die von 50 Hertz bis, was weiß ich, ungefähr 2 Gigahertz funktionieren. Das wäre vielleicht in Zukunft ein toller Test, so da ranzufügen. In der CCC Camp, so hat es so ausgeschaut. So Zelten überall, wo Leute geschlafen sind und Wege, Fluchtwege und alles möglich, Bäume, weil das gehört dazu. Es gab einen tollen See da, zweitklarsten See Deutschlands angeblich. Und wir hatten diesen Katze da, Plastikkatze, man sieht die Kabel nicht, die unten stecken. Der ist verbunden ans Internet. Also das ist eine Internet der Dinge Katze. Getrieben von CCC in Linz.
Da sind einige Leute, die dann solche Dinge machen. Man könnte dann ein Signal schicken per MQTT, was wir auch dann später machen werden. Und der würde dann winken. Also ich musste das ein Bild davon machen. Ich habe auch mit den Leuten gesprochen und gefragt, wie der heißt. Sie sagten, naja, wir haben keinen Namen herausgestellt. Ich wusste auch nicht, was für ein Cat, welche Art der Weder. Aber ich glaube, das ist vielleicht ein Cat 5. Bin nicht sicher. Jedenfalls, so war das. Und wir werden ihm ein Signal jetzt schicken. Das ist natürlich alles abgebaut. Ich weiß nicht, ob der existiert oder wo der angesteckt ist. Wenn dann, jemand hat eine schöne Überraschung da von uns. Eine Hallo. Und das ist, naja, wir konnten das jetzt gleich machen. Aber wie gesagt, es gibt keinen Hinweis, ob das funktioniert oder nicht. Ja, so sieht der Befehlzeile aus. Ich mache das aus Spaß. Und dann einfach hier Copy and Paste wäre vielleicht günstig. So. Und dann Befehlzeile, neues Terminal. Machen wir das so. Hallo, hallo. Drüber. Drüben, drüben, drüben. Okay, ich glaube, ich habe es. Oh Mann. Okay, und dann ein bisschen größer, 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 größer. Nee, ich weiß nicht. Das ist so, okay. Und dann das. Richtig, okay. Also, dann das ist eigentlich, was wir machen sollen. Und okay, den Signal wurde dann losgeschickt. Schauen wir mal, wo dieses Befehl sich befindet, damit wir später auch weiter darüber sprechen können. Dann, welche Pakete der zur Verfügung stellt. Das ist Ubuntu übrigens. Das ist Mosquito Client. Ja. Also man hat auch andere Dinge. Der Mosquito heißt, glaube ich. Das sind alle die Mosquito-Dinge, was wir auf den Notebook installiert haben. Also das ist nur der allererste Blick. Wir werden dann MQTT später etwas feiner erklären. Und hoffentlich winkt es uns eine Katze irgendwo auf der Welt. Wahrscheinlich in Linz. Bin mir aber nicht sicher. So. Zurück an der. So muss es sein. Richtig. Und so sieht denn Internet der Dinge eigentlich aus, wenn man versucht, es auf einer Karte zu malen. Man hat hier alles möglich, nur die Katze steht nicht da. Denn wir hatten industrielle Sachen, so vom Enterprise-Betrieb, so Kernkraftwerken, dann Bränden im Wald könnten auch von Sensoren profitieren, um schneller rausgelöscht zu werden. Sehr viel Containerschiff und dann von dem Verbraucherbereich, kleine Geräte, Smartphones, Smartwatches, solche Dinge, Fernsehern und so. Der Canonical, ein Canonical-Vertreter hat gerade von Ubuntu Snappy eine tolle Vortrag geleistet. Und die machen Sachen mit kleineren Geräten natürlich auch und Fernsehern. Also das werden auch sehr viele Aktuatoren und Sensoren eingebaut kriegen. Ja, und so sieht es dann aus. Das ist dann ein anderer Aspekt der IoT. Das ist so eher der Ablauf der Geschichte von Rechnern. Wenn man hier mit 2004 anfängt, da waren quasi fast nur PCs dabei, was ganz recht flach bleibt. Also es wird immer PCs geben vielleicht, aber dann Smartphones, dann sind später auf den Laufen, sind zum Internet verbunden. Gegen den Jahr 2005, 2007 war das Jahr des iPhone, denke ich. Und später dann Tablets.
Jetzt im Internet der Dinge, wenn man dann der Menge misst, ja, man kann das nicht genau messen, aber man kann schon, man kann herausfinden, wie hoch diese Kurve steigt. Der ist eigentlich den schnellste steigenden Kurven von allen Geräten. Und das ist, was so viele interessieren dabei, bei diesen Thematik. Dann gibt es dann Smart TVs, Wearables da auch. Gut, eigentlich, da war noch was hier unten. Ja, Web History, wenn man das dann so schaut, was man von Entwicklerperspektiv versteht, man hat dann eine Web 1 mit HTML 4.01, so, was weiß ich, für ewig. Web 2 mit so dynamischen Sachen, jQuery vielleicht gehört dazu. Und so XHR, XML, HTTP Request kam dabei und dann Social Web noch mehr dynamisch. Mobile Web, wo alle Smartphones haben auch da eine Schnittstelle auf dem Internet bekommen. Und dann der Ubiquitous Web ist, wo wir eigentlich uns jetzt einrichten. Das ist dann, wo alle Dinge, der man gar nicht versteht, also mit Internet irgendwie verbunden sind. Hoppla. War das richtig? Ja, richtig so. Und hier ist so den Business-Aspekt davon. Es ist einfach ein sehr großer Markt. Ja, ich glaube, das ist nicht so sehr für uns. Hier sind einige Plattformen. Es kann gut sein, dass den Wohnungen, wo man wohnt, da so eine Abmesser, ein Strom- oder Wasserabmesser hat. Wir kennen alles, die Nest-Plattform schon. Das ist eigentlich, was hier rumkreist. Beacons. Stehen ins Grauen. Die sind eigentlich nicht direkt Internet verbunden, weil die sprechen Bluetooth, was keine IP-Header dabei hat. Also ein Beacon und alle anderen Bluetooth-Geräten haben keine Internet-Protokoll-Adresse. Deswegen sagen einige, naja, die sind nicht Internet der Dinge, die sind Dinge in den Internet, aber die sind immer dabei verbunden und liefern einen Sensorstrom zu Geräten, die mit dem Internet verbunden sind. Und so sieht einer von diesen Estimoten, die die Runden machen, von innen, wie kann ich das dann das zeigen? Ja, genau. So ist der Deckel, damit man das draußen auch nutzen kann. Das ist dann verschweißt, damit es gegen den Regen fest ist. Was leider den Nachteil auch hat, dass man kann den Akku nicht wechseln oder so. Ich glaube, der Akku sollte 2, 3 Jahre sowieso halten, aber gut, das ist schon ein Nachteil. Und dann ist eine Platine da, ist ein recht einfaches Ding, der einfach einen Bluetooth-Strom dann schickt und man kann dann steuern, wie häufig und wie stark dieses Signal rausgesendet wird. Man kann sehr viel mit Beacons machen. Das sind Drohnen. Drohnen sind eigentlich Kompositen, so komplexere IoT-Dingen, weil die fassen so Sensoren und Aktuatoren auch. Ein Sensor ist etwas, das den Umwelt bemisst, so Temperatur oder Licht, Luminosität oder Audio oder Mikrofon. Diese Dinge sind alle Sensoren. Und der an einzige andere Klasse von Gerät in der Internet der Dinge sind Aktuatoren. Das sind Motoren, das sind Dinge, die nichts messen, aber die steuern oder die sind tätig irgendwie und ändern ihren Umwelt. Und weil der so diese Motoren dabei hat ja, der steuert den Luft dabei, hat der Aktuatoren und dann auch von der der Pitch und ja, und alles diese Dinge, was der auch misst, dann hat der auch Sensoren. Das ist eine klassische Internet der Dinge, was komplex ist. Hier sind Lampen, Straßenlampen. Man merkt es nicht, aber so sehen die aus. In vielen Städten sind die recht häufig eingebaut. Kann man da einen Blick werfen und vielleicht mit dem Rechner was damit machen, wenn es euch passt. Wenn es zu hell ist da draußen bei dem Schlaf, beim Fenster, ja, vielleicht kann man da mal was machen. Naja. Und so ist das Modell von so einem IoT-System. Die sehen nicht alle so aus, aber man kann dann sehen, dass es hier Pressure, Altitude, Heart Rate, diese Sensoren hier unten, man kann genauso gut
vorstellen, dass es Aktuatoren hier gibt. Die sind alle verbunden miteinander, also mit P2P oder mit einem Mesh-Netzwerk, irgend sowas. Oder sie sind verbunden über einen Sensor-Router, so einen regulären Rechner, einen Linux-Kern oder sowas. Artige Rechner mit einer TCP-IP-Stack, was dann raus zu Ethernet oder ein Cellular Network oder irgendwas anderes, und das verbindet sich dann beliebig weiter natürlich. Und wenn man das anschaut, es sieht ein bisschen komplex, ein bisschen kompliziert, als diesen Pfeilen und Linien. Man kann das auch so biologisch ansehen, in denen die Rechner von einem IoT-System ist den Gehirn, den Brain von einem Mensch, so ist den CPU angebaut. Dann hat man Sensoren, Sensory Inputs, so das ist den Taste oder den Audio, den Sicht und so weiter. Dann hat man auch so die Sehnen und Muskulatoren, was die Aktuatoren sind. Das ist so ein IoT-biologisches System, wenn ihr wollt. Und von wegen Bio, es gibt auch dann Wearables, was auch eher in den grauen Zone liegen, von IoT-rechnerisch ausgesehen. Aber fast alle Wearables, was ich kenne, sie haben Sensoren, die sind da eingebaut und von Sachen wie Puls und was weiß ich. Und das kann dann auch als IoT-System dann angesehen. Das zum Beispiel, das ist dann, man würde es nicht automatisch feststellen, aber sowas mit Audio, so Musik hören und so weiter, diese besondere Kopfhörer messen auch den Puls. Ich frage mich nicht, wie das funktioniert, ich finde es ein bisschen creepy auch, aber wenn man die reinsteckt, dann kann man über einen Bluetooth-Strom zum Handy oder sowas dann zeigen, was für einen Puls man hat. Angeblich. Also ich habe mit jemandem gesprochen, wir haben Fragen darüber, weil Bluetooth eigentlich keine Doppelkanal anbietet und also Musik gleichzeitig als eine Pulsabmessung abzufangen, das würde nicht gehen. Ja, so, weiß nicht. Werden wir mal sehen. So, und wegen Wearables, ich habe ein bisschen geforscht und bin auf diesen Akronym gestoßen, BAN. Kann jemand vorstellen, was ein BAN ist? Weiß irgendjemand, was ein BAN ist? Ja? Weil es steht sogar in FCC, in viele von diesen Manuals, ist eine Body Area Network. Das ist nicht eine Local Area Network, eine Wide Area Network. Das ist eine Body Area Network. Ja? Also man kann vielleicht der Gürtel mit so einer Ohrringe, vielleicht kann man nicht gut hören, da ist ein Ohrringe oder eine Übersetzungsmöglichkeit, irgendwo sowas. Das sollte in Zukunft uns anbieten, von wegen so Netzwerken, die auf den Körper man sich trägt. Wir haben dann vieles von so Straßenlampen und so, aber es gibt auch ein paar kritischen Bereiche, wo Druck und Pressure ins Kernkraftwerken eigentlich eine entscheidende Rolle spielt. Ja. Und das ist auch IoT, wird in Industrie gebraucht, in Medizin auch. Naja, vielleicht sind hier ein paar Healthcare-Leute, weil den Vortrag, der ausgefallen ist. Und ich habe hier auch gesehen, solche wie Elektropill oder EKG, Insulinpumpen, die sind mit dem Internet verbunden. Zumindest in kurzer Zeit, wenn man jedes Mal das eine Anpassung macht oder sowas. Es gibt sehr viele Anwendungsfälle dafür. Und es gibt genauso so Fragen von der Ethik, wenn man forscht und dann angreifend macht. Man muss das dann äußerst verantwortlich dann weitergeben, wenn man eine Industrie, eine Firma dann informieren will, dass es ein Problem gibt. Und in Vergangenheit, es hat sich herausgestellt, also EFF ist immer dabei, um Ingenieuren, White Hat Hackers und so weiter zu schützen. In diesem Bereich nicht, wenn man Fehler macht. Also da muss man besonders achten, auf was man da tut. Zero Day Ausgaben sind natürlich nicht eine gute Idee. So, was haben wir hier denn? Device Relations. Naja, okay, das ist eigentlich wichtig. Wir wissen, was der Unterschied zwischen Sensoren und Aktuatoren sind. Die Aktuatoren drehen Rädern und schalten Lampen und Lasern und Dioden an, die steuern und ändern ihren Umfeld. Sensoren ändern ihren Umfeld nicht, die lesen von ihren Umfeld ab und messen ihren Umfeld. Ja, das ist ein großer Unterschied. Und wenn man dann das weiter verstehen will,
weil ab und zu wird man von Telemetrie hören zum Beispiel. Telemetrie ist in Wissenschaft einfach, dass ein Sensor etwas abmisst über ein Netzwerk, diese Abmessung signalisiert. Und dieses Netzwerk muss etwas komplexer sein als einfach von der Thermometer über Bluetooth zu den Rechner. Diesen Rechner muss das dann weiterleiten oder speichern oder irgendwas. Das ist dann Telemetrie. Und das Gegenteil davon mit Aktuatoren ist den Telecommand. Also wenn man ein Wasser Wasservalve so öffnet, damit es mehr Wasser durchfließt oder andersrum zuschließt, keine Wasser mehr. Das ist dann ein Aktuator, der dann sich bewegt und ihre Umwelt ändert. Und diese Art von Signalisierung und Netzwerkbereich und Wissenschaft heißt Telecommand. Ja. Also das sind die zwei Sachen. Wenn man so sich wählt für eine Art Angriff, eine Denial of Service oder sowas, muss man dann ein bisschen wissen, weil Denial of Service gegen Sensoren ist ein bisschen gegen die Natur den Sensor, der empfängt kein Befehl, um etwas zu steuern. Das ist eine Aktuator dagegen, ja. Also vom wegen Angreifen und Sicherheit, da muss man doch einen Unterschied verstehen und merken. Ja, und dann die dritte Ding, das oft bei einem IoT-System dabei ist dann eine Rechner, der etwas mehr rechnerische Kraft und Energie verbraucht als eine Sensoraktuator. Die sind einfach und LEDs, also was ist dann da? Da ist kein Speicher dabei, aber ein Rechner hat, ja, wir wissen das von den Uni, es hat was? Speicher, es hat eine rechnerische Möglichkeit und es hat I.O. Das ist ein Rechner. Ja. Also, und letzten wichtige Ding ist, dass IoT ist ein Buzzword. Und bitte nicht IoT sagen, rede von diesen drei Dingen. Das ist eigentlich, wo denn, was wichtig für uns ist. Ja. So, wir können das auch wörtlich definieren, was recht langweilig ist, aber wir können das auf Englisch dann sagen. Die NASA, zum NASA bedeutet es Telemetrie, the highly automated communications process by which measurements are made and other data collected at remote or inaccessible points and transmitted to receiving equipment for monitoring. So, man denkt immer, Deutsch hat den längsten Sätzen, aber... So, und Telecommand kann man auch ablesen. Hier ist unsere freundliche Wikipedia. Telecommand is a command sent to a control to control a remote system or systems not directly connected via wires to the place from which the telecommand is sent. So, das heißt, dieses Konzept von ein bisschen komplexeren Netzwerk, der um den IoT-System umfasst. Hier sind ein paar relevanten Protokollen, die, wenn man IoT-Systemen forscht und überlegt, wie werden wir hier mit dem Netzwerk umgehen, was ist passend, Fragen zu stellen sind zum Beispiel, was für Energie haben wir? Ist das Ding fest ins Wand gebaut? Hat man dann 220 Strom oder so? Hat man dann extrem, hat man 1 Watt Strom, 1 Watt von was weiß ich, 5 Volt Strom oder sowas? Batterie betrieben, dann hat man das zu überlegen. Man kann zum Beispiel IoT-Systemen mit XMPP und HTTP, solche altmodische, aber immer noch sehr gute Protokolle bauen. Da gibt es ein paar Nachteile allerdings. Also hier, wir haben eigentlich den Zeit nicht, um alles zu erklären und überlegen. Wir werden dann deswegen uns um MQTT konzentrieren, was eigentlich, jetzt, wenn man an den Spezifikationen anschaut, steht da, das heißt nicht mehr Message Queue, Telemetry, Transport. Anscheinend die Spezifikationsleute haben entschieden, wir mögen unseren eigenen Namen nicht mehr, ich weiß nicht. Jedenfalls aber die Message Queue, Telemetry, Transport, diese Worte sagen etwas über das Protokoll. Also es geht um Messaging, es geht um Telemetrie. Man kann dann mit Aktuatoren auch umgehen. So, und was haben wir? Gut. Das sind Transporten. Wir haben gerade von Protokollen gesprochen, aber wir brauchen einen Transport, über den wir den Protokoll da transportieren halt. Ja? Genau wie wenn wir von HTTP reden, wir brauchen sowas wie IP,
Internetprotokoll oder sowas, der transportiert, UDP, TCP, solche Dinge, die unter auf den niedrigeren Bereichen, diesen Schichten von Modell stehen. Dann, was man oft hat, weil so wenig Energie bei diesen IoT-Geräten zur Verfügung stehen, sind dann Bluetooth-Geräte, besonders in BLE, das ist Bluetooth 4, ist ein Standard, Zigbee, Z-Wave, naja, Internetprotokoll ist auch dabei bei manchen Fällen. Das sind die Transporten, wir werden dann später sehen. Also, vielleicht hat jemand von MQTT schon gehört, aber ich würde fast davon ausgehen, dass ihr alle oder die meisten eigentlich das täglich benutzen. Weißt ihr, worin MQTT eigentlich festgebaut ist, in welchen Dienstanwendungen von so einer Firma wie zum Beispiel IBM, Google, Dinge, die wahrscheinlich auf euren Mobiltelefonen stehen? Hat irgendjemand eine Ahnung? Genau. Tada! Du kriegst keinen Preis. Ne? Also tatsächlich, Facebook Messenger ist den Anwendungen, die hatten sehr lange geforscht, die haben dann wahrscheinlich HTTP und ein paar andere Dinge, Protokollen dafür geforscht und kamen nicht zu dem Ergebnis, das sie wollten. Es war immer ein Problem mit Latenz und andere Dinge für wegen Akku-Auslastung. Haben sie nicht weiter den Forschung in den Richtung gemacht. Sie haben dann MQTT übernommen, das war vor 3 Jahren, glaube ich, und bis heute ist es immer noch Bestandteil des Facebook Messenger. Also das sind auch große Firmen, die das nutzen. So, schauen wir mal nach. So sieht eine MQTT-Anwendung aus. Ja? Also man kann fast beliebige Programmiersprachen dafür nutzen, Python, Java für Android, das sind Language Bindings für fast ja alles, was ich kenne zumindest. Hier haben wir JavaScript, ja. Ich finde, dass es praktisch ist, weil mit was 1, 2, 3, 4, 5, eigentlich weniger als 5, das ist eine Klammer, 4 Zeilen kann man da eine JavaScript-Anwendung, der MQTT spricht. Also ist es recht einfach zu schreiben und schnell diese Art von JavaScript hängt ab von Node.js. Also das ist ein JavaScript, der auf dem Server läuft und wird modulisiert von Node.js-Paketen, was NPM-Paketen sind. Das ist ein anderer Vortrag, aber ich glaube, wir können das hier ausprobieren und es musste doch selbstverständlich zum meisten Teil. So, wie mache ich denn das? Normalerweise habe ich den Labor da. Aber wir sind verbunden mit dem Internet, also das wird vermutlich gehen. Okay. Wir nehmen einen Test-Server dafür. Ich habe vergessen zu sagen, das alles lese ich ab vom Internet. Wenn ihr mitverfolgen wollten und zum Beispiel das Kopieren und so weiter auf eigenen Rechnern, das sind ein paar, dann das ist den URL. Vielleicht hätte ich das früher sagen sollen. Also das ist den URL da. Ja? Und da ist ein QR-Code. Weiß nicht. LectEuropaLab.com für Lecture. CCC IoT ELM. Genau. Und für diejenigen, jemand hat dann ihren Mobiltelefon nicht ausgeschaltet. Also für diejenigen, die dann folgen wollen, die können das dabei machen. Jetzt gehen wir weiter, bla bla bla, zurück an den MQTT-Bereich. So, da sind wir. Ich habe das schon kopiert und dann hier, das war es nicht. Da. So, hier werden wir dann eine neue Anwendung schreiben. Machen wir das hier im Temp. So, und das war, ich glaube, Test. Pump nehmen wir das. JS für JavaScript. Entschuldigung, machen wir das noch wieder. Test MQTT. Test MQTT, okay, und dann wir machen das so, Test Bob S. Ist das groß genug? Ja.
Ah, okay. Und dann da können wir das einschmeißen. Geklappt. Ja. Das ist der Subscriber, nicht der Publisher. Dann sagen wir Subscriber. Anstatt Host den echten Host da reinwerfen. Und ich glaube, das ist alles, was wir brauchen. Obwohl wir brauchen im Install sowas wahrscheinlich, genau. So, in den ich diese Befehl ausgeführt habe, npm install nqtt. npm ist den Paketverwalter von Node.js. Das ist sowas ähnlich wie apt-get oder rpm. rpm install oder apt-get install kann man dann Paketen installieren auf den lokalen Rechner. Genauso kann npm Node.js Modulen und Paketen, Libraries und so weiter installieren. Und dann sieht man, nachdem alles installiert wurde, mit den Abhängigkeiten, was man da auch sieht, man sieht, was, irgendwas mit einem Punkt da. Nee, also, ja, Node Modules. Ja, und darin sind die ganzen Dinge, was man installiert hat. Wie man sieht, da ist ein Modul, der MQTT heißt. Ich hatte davor installiert MQTT und da haben wir unser Modul, der eine, der wir eigentlich brauchen. Und das erlaubt uns, den ganzen Programm in nur 4 Zeilen zu schreiben. Ja, weil sonst JavaScript alles mit so Paketen hin und her, TCP öffnen und Ports, das wäre ja viel mehr als 4 Zeilen. Also, und wir haben jetzt unseren Subscriber geschrieben. Das ist dieser hier. Wir werden auch jetzt eine schreiben, der Publisher, damit wir so eine Client und ein Server dabei haben. Und der kommt auf den nächsten Folien, glaube ich. Das ist der Subscribe-Client, ja? Der nächste soll, tada, den Publish-Client. Das ist so ähnlich, die sind eigentlich beide Klienten, aber wir werden diese Beziehung im Kurzen sehen, was die Unterschiede sind. Richtig, das kopieren wir auch. Schmeißen wir das hier hinein. Und nehmen wir den. So, dann haben wir, das ist unsere Publisher und das ist unsere Subscriber. Jetzt schauen wir mal, wie das funktioniert, wenn wir das laufen lassen. Also wir brauchen dafür noch ein Tab eigentlich. Dann noch ein bisschen größer. Würde das anders machen. Machen das so. Haben wir unsere Dinge. Node so führt man diese Node.js-Anwendungen aus. Ja? Das ist so wie Python oder sowas. Und wir wollen erst unsere Subscriber. Also wir werden den Subscriber jetzt ausführen und der macht eigentlich gar nichts. Der subscribt zu einem Topic. Dann hier, wir können den Publisher ausführen. Okay, und wir wollen sehen, was passiert zwischen den beiden hier. Also genau wie bei Facebook Messenger, wenn es eine Nachricht über den MQTT-Broker kommt und andere hören zu diesem Topic,
Friends oder was auch immer, dann soll die Nachricht auch dann weitergeleitet und in diesem Fall, wir schmeißen das auf die Konsole einfach. Ja, also wir werden dann jetzt eine Nachricht rausschicken mit dem Publisher, das Publisher, der veröffentlicht die Nachrichten. Und wenn es klappt, genau, okay, perfekt. Das ist ja Wahnsinn, es hat geklappt, okay. Das war eigentlich heikel, weil das ging dann über das Internet, ich weiß nicht, bis wo, Japan, Kanada, Brasilien, was weiß ich, und dann zurück und hat geklappt. Also was dann passiert ist, wir können dann in Anwendung noch wieder schauen, das ist, was wir genommen haben, um diese Nachricht rauszuschicken. Und wie man sieht, das ist eigentlich den Beispiel von MQTT, wie das funktioniert. Also der hat, das ist ja komisch. Ah, nee. Ja, genau. Okay. Also der ist dann mit diesem Broker verbunden. Der ist eigentlich den Server, ja. Und dieser Broker, wo auch immer der sich befindet, hat dann den Nachricht bekommen, nachdem wir ein Publish rausgeschickt haben. Messages ist der Topic, das ist ein beliebiger Textwert. Man kann sagen zum Beispiel Temperatur, man kann sagen Leuchtigkeit oder Zeit. Man kann dann jede Minute noch eine Nachricht rausschicken und jedes Mal wird es dann Zeit da geben als Topic. Man kann dann auch eine Nest machen, man kann sagen Temperatur und dann man hat 5 Messern, so eine Temperaturmesser bei da draußen, was natürlich wärmer wird im Keller, und dabei hat man eine Auswahl von Sachen. So kann man nesten, und MQTT bietet eigentlich solche Features an. Das hat 3 oder 4, es ist nicht ein sehr komplexes Protokoll, aber es hat so Quality of Service und Sachen dabei auch. Und jedenfalls, wenn man einen einfachen Publish macht mit einem Topic, dann einfach ein Textfeld da, und wie man gesehen hat, auf einer anderen Seite, wo auch immer das ist, vielleicht den Freund, das mit Facebook dann sein Telefon rausholt, bekommt er diese Nachricht über das Broker noch wieder. Genau. Das ist so im Kürzen, wie das funktioniert. MQTT, und normalerweise knacken wir das, aber ob es gehen wird ohne Ausrüstung, weiß ich nicht. So, probieren wir dann etwas weiter aus den aller einfachsten. So kommen wir hier zurück an unseren Diagramm. Normalerweise versuchen wir dann Sachen abzusichern oder entsprechend anzugreifen, um zu wissen überhaupt, ob sie sicher sind. Normalerweise jetzt zeige ich da, wo wir auf den Ausrüstungen da was knacken können. Vielleicht werden wir das anders aber machen. Schauen wir mal. Okay, das ist jedenfalls eine der Angriffsarten, Man-in-the-Middle-Attack per WLAN, ja. Was wir nicht dabei haben. So gehen wir weiter. Das haben wir auch nicht dabei. Wie schade. So eine Kupfermöglichkeit. Man steckt in, also, ja, man sieht diese 2 Resistoren, das ist der Unterschied. Also das unterscheidet sich, diese Richtung von dieser. Man steckt dann den Kabel von zum Beispiel so einer Switch, Router Access Point, was auch immer, der eine Netzwerkverbindung anbietet und bedient. Man steckt das hier rein und man steckt auf der anderen Seite das, was man eigentlich normalerweise direkt anstecken würde, so wie ein Rechner oder sowas. Ja. Und dann sind die inline. Und was man dann tut mit dieser anderen beiden, wo es eine Resistor dabei sind, man steckt eine zweite Rechner oder etwas, also der ablesenden Rechner. Und die haben ihren Transmission, ihren Sendeleitungen abgeschnipst. Also die sind nicht durchgängig, was dann bedeutet, dass den Rechner, was da einsteckt, völlig unsichtbar ist. Also, ist eine Kapazitor, ja, und nicht eine Resistor. Okay, ich dachte mal. Ich glaube, ja, da hast du recht, denke ich. Das stimmt. Ja? Mit den Auflösung. Ja, naja, jedenfalls ein Grund für diesen Kapazitoren oder Kondensoren ist, dass eigentlich Gigabit Ethernet eine andere Kabelarrangement hat und ist eigentlich nicht möglich, um nur, wie ist es? Es gibt einen Grund dafür. Ich glaube, dass man nicht
so einfach nur empfängt kann bei einer Gigabit-Verbindung. So setzt man da eine Kapazitor, um zu forcieren, dass es eine Verschlechterung vom Signalstärke kommt, damit die Geräte auf beiden Ecken aushändigen eine neue Basis von Verbindung, was dann in der Regel eine 100 Megabit Verbindung wird. Und Sie verstehen dann, ah ja, okay, auf den Draht werde ich doch schicken und brauche ich nichts etc. Damit kann man umgehen und dann kann man dann ganz leise da alles abhören. Und selbst wenn den Rechner, man merkt es nicht, aber der schickt dann BootPay und DHCP-Paketen raus, man würde dabei auf der Radar kommen, auf einer IDS-System, eine Intrusion Detection System oder sowas. Aber in diesem Fall ist das Ding vollkommen abgesichert für den Angreifer. Das sind dann sehr schöne Dinge. Die sind natürlich für alles möglich brauchbar. Man kann dann Signalprobleme finden dabei, wenn man die einbaut in die Gegende, wo es möglich ist, dass es einen Signalbruch gibt oder sowas. Ja. Nein. Das ist nicht der Sinn der Dinge. Man kann nur abhören. Man kann nur abhören. Also Inject zu machen, man könnte das natürlich mit einem Hub oder einer Smart Switch sowas, ja, wo es eine Portspiegelung und so hat. Aber dann muss man sich äußerst abgrenzen gegen alles mögliche, so VLAN und die Dinge, was man dabei nicht zu. Also das Gerät, wenn man das inseriert in eine Kabellänge, dann, wenn man misst von beiden Seiten, man merkt nur ein bisschen mehr Kabel. Man weiß nicht, dass noch ein Gerät dabei ist. Ist doch sehr schön. Also darum geht es mit den Angreifen. Und das kann man normalerweise zeigen. Also, wir werden jetzt um Bluetooth reden. Ich glaube, wir haben Zeit. Aber ein bisschen Netzwerktheorie brauchen wir, weil es so viele Topografien gibt, ja, für sowas wie IoT. Und Bluetooth hat auch eine Piconet, was man da verstehen muss. So P2P kennt jeder, wenn man dann, werde ich nicht sagen, wieso, aber Tree Topology heißt, wenn man die zwei getrennten dann Netzwerke zusammenbindet mit zentralen Master Nodes. Das ist eigentlich, was MQTT auch machen kann. Wenn man zwei Brokers hier hat, normalerweise diesen getrennten Netzwerken, ja, das sind Messages, die dann rumfließen in diesem Netzwerk. Und wenn einer von diesen Klienten ein Message mit dem gleichen Topic hier rausschickt, dann normalerweise würde es nicht überbrücken zum anderen Seite. Aber MQTT hat doch in der Konfiguration die Möglichkeit, dann zwei Master Nodes zusammenzubinden. Und das ist nur ein Beispiel. Es gibt natürlich alle Mengen von Servern und Architekturen, die dieses Tree Topology dann verwenden. Wir haben dann den Mesh auch, wo da jede Knote eine Repeater ist und kann mit jeder andere dann nicht nur senden, aber auch empfangen. Und das kommt in Betrieb bei sowas wie Zigbee und C-Wave. Also bei IoT ist relativ oft der Fall, dass man hat den Internetprotokoll Geräten auf einer Seite der Fabrikhalle oder Haus oder Wagen oder was auch immer. Und ganz am anderen Seite sind Leuchten, sind Sachen, die im Flur oder die dann eigentlich doch kommunizieren sollten. Und man kann dann eine riesen Brücke bauen, wenn die Glühbirnen miteinander reden und dann als Repeater weiter zu den Internet-Protocol-Switch ganz weit entfernt doch diese Netzwerk zusammenbindet. Und deswegen ist Mesh Topology so ein Hit, den Renner bei IoT, weil es bietet diese Möglichkeit an, dass auch die kleinsten Geräte, die gar keinen TCP-Stack haben, miteinander dann reden und man schickt ein Signal, du Glühbirne, fahr mal runter, die Fabrikhalle soll stillgelegt und wir wollen Energie sparen. Und die Glühbirne ist sozusagen der Master und kennt alle sich die anderen, die in der Gegend sind und sagt und verbreitet den Signal einfach über ganz niedrige Energie, Z-Wave oder sowas. Keine kann Internet sprechen, nur der eine und dann die gesamte Fabrikhalle wird dann runtergefahren. Und das ist dann natürlich sehr brauchbar bei IoT. Dann der klassische ist der Star-Topology, wenn man so eine zentrale Knoten hat und alles andere sind Klienten. Und das ist eigentlich, das ist so ähnlich, was eine Piconet ist. Piconet ist der Name für Bluetooth. Und Sie wollen dann ein bisschen anderen Namen für Ihren Bluetooth-Kram haben, weil
Es wird nicht standardisiert von IETF. Es gibt keine RFCs. Es ist nicht eine Internet-Technologie. Es ist doch Bluetooth. Und so muss man doch andere Namen haben. Also vielleicht eine gute Idee. Jedenfalls, man sieht hier zwei getrennte Netzwerken. Das ist, weil eine Masterknote, das ist der eine, der ins Mitte steckt oder sozusagen der Negotiator oder der Server, der kann normalerweise nur einen Modus. Was heißt normalerweise? Das ist fest ins Hardware eingebaut. Der kann nur einen Modus senden und empfangen. Und das heißt entweder Bluetooth 2 oder Bluetooth 3, was EDR und High Speed ist, oder Bluetooth 4, was auch Smart heißt oder BLE heißt, hat viele Namen. Also da muss man wählen. Und nicht alle Hardware können alle Modus unterstützen natürlich. Aber wenn dann, müssen sie dann schalten von einem bis zum anderen. So, deswegen zeigt das dann hier, haben wir eine Piconet mit sehr viele Slave-Knoten und einem Master, der vielleicht in einem Modus EDR oder sowas läuft und der andere, der dann nur eine Knote hat und eine Slave-Knote und dann in einem anderen Modus dann läuft. Und so sehen die Paketen aus bei Bluetooth. So, wenn wir dann verstehen wollen, wenn wir angreifen, was wir auf den Dumps sehen, das werden alle möglichen Identifiers dann vorbeifließen. Und einige Dinge sind wichtig, andere nicht. Zum Beispiel also erstmal, was heißt das alles? Das ist LAP, das ist der Lower Address Part. Ja. Lower Address Part ist dann hier. Es ist, ändert sich natürlich von, ob man dann Host Byte Order oder Network Byte Order dann das anschaut. UAP bedeutet Upper Address Part und das ist dann ein bisschen kleiner von der Menge. Das sind nur 8 Bits, 8 Button Bits und dann NAP ist ein Non-Significant Address Part. Und vielleicht könnt ihr raten, dass das eigentlich nicht so wichtig ist. Man kann es sogar ignorieren. Das ist so Vendor und Hersteller kam, der, ich glaube, da können sie da Dinge machen mit der NAP, um intern so zu unterscheiden von einer Generation zum nächsten, hardware-mäßig oder sowas, denke ich. Wird nicht so häufig angeschaut von Verbrauchern. Also LAP ist ganz einfach rauszufinden durch einfach Schnüffeln, der UAP eigentlich nicht, aus diversen Gründen. Und das ist so, wie es ausschaut. Eine typische Bluetooth-Device-Address. Jeder Device hat eine andere Adresse, so können sie einander unterscheiden. Und sie sehen aus wie MAC-Adressen. Bluetooth hat kein Konzept von IP-Header oder IP-Adresse, weil es nicht ein IP-Protokoll ist. So, hier haben wir ein bisschen der Modell von Schichten, was vorkommen bei Bluetooth. Ganz unten ist ein Baseband, so das ist der hardware-mäßig, die RF, so was für eine Stärke, wie viel dB, was für eine Antenne, den Verbreitungs- und Aspekte und dann haben wir die diversen Schichten, die über den Baseband-Schicht kommen. Wir schauen oft, dass es an der RF kommen und eigentlich an der Applikation Schicht an, das ist, wo wir anfangen und dann weiter runter zu gehen, ist normalerweise sehr schwierig. Was noch schwieriger macht bei Bluetooth, ist, dass es ist ein Channel Hopping Protokoll. Was das bedeutet, ist, dass man hat nicht auf einer Frequenz den gleichen Paketstrom über Zeit. Also beim WLAN, so WLAN Access Points und Routern. Es gibt eine Frequenz und einen Kanal. Man kennt sich normalerweise 1 bis 11 oder so Kanäle. Man kann eine sich auswählen, wenn man den Access Point einrichtet. Und der wird nicht rumspazieren über die ganzen Kanäle, die mit deren Frequency und Bänder zugehören. Der bleibt da. Der ist ein statische Frequenzprotokoll. Bluetooth nicht. Was dann bedeutet, man muss irgendwie rausfinden, wo dann die nächsten Pakete kommt auf dem Frequenzspektrum. Und das kann man machen, aber es ist natürlich eine zusätzliche Aufgabe und es ist schon sehr, sehr schwierig auch. Was man dabei zu verstehen hat, ist AFH, glaube ich, Adaptive Frequency Hopping. Und das sind so Maps,
wo man bei den Aushändigen zwischen PicoNet von Master to Slave, die händigen diesen Maps raus, damit den Klient, den Slave weiß, wo diesen Frequenzen dann vorkommen und wo der die Paketen zu empfangen und erwarten hat. Was das auch bedeutet, ist, eine Angreifer muss normalerweise vom Anfang an der Bluetooth-Strom ablesen. Genau. Es gibt andere, also das ist eine sehr, sehr große Wissenschaft. Es kann sein, dass jetzt wieder negoziiert wird später und dann ist den originellen Map nicht mehr gültig. Man kann ein bisschen so raten und ja, aber das ist echt schwierig. Ja, das haben wir ein bisschen gehabt mit dem PicoNet. Es gibt Slave Devices, Master Devices und die Bluetooth Device Adressen haben den Lower Access Part, Upper Access Part und Non-Significant Access Part, Address Part. Das andere, was man hat beim Bluetooth, was man zum Beispiel nicht beim WLAN hat, ist Timing. Weil wenn man verstehen muss, wann ein Paket auf einer bestimmten Frequenz kommt, dann muss man auch wissen, wann es da zu finden ist. Und es gibt dann zwei Werten, dass auch bei den Negotiation von einer Verbindung den Master hat und schickt raus diese Clock 27 Signal und Clock N. Und wenn man das hat, kann man dann auch später einen Monitorvorgang machen bei den Passive-Angreifen. Ja, den AFH-Map haben wir gehabt und eigentlich das ist, was wir brauchen, um einen erfolgreichen Angriff vorzubereiten. Das ist eine LAP, den Lower Access Part, den Lower Address Part, den UAP, den Upper Address Part und den Clock N. Mit diesen drei Dingen können wir dann Daten ablesen, einen Dump machen und dann die Daten einfach durchlesen und dekodieren, wenn es sein muss. So, das wäre den Fall bei aktiven Angriffen. Wir haben soweit nur um passiven Angriffen gesprochen, wo wir lesen ab, wir bekommen Daten und dann wir versuchen, die zu dekodieren. Wenn wir Daten ändern wollen, weil wir wollen etwas vertuschen, wir wollen nicht, dass der Master-Knoten weiß, dass die Temperatur zu niedrig ist, er muss seine Heizung anschalten oder zu hoch, was auch immer, dann müssen wir Daten ändern. Das heißt dann, es ist ein aktiver Angriff und das erfordert auch Packet Injection, ja, oder Ändern von Paketen, was noch einen Schritt weiter geht und noch schwieriger ist. Aus vielen Gründen. Also es geht um den Channel Map Size, die sind alle den Gründen. Manchmal kann man einen DOS-Angriff machen, was eine Art aktiver Angriff ist, in dem man nicht weiß, was für ein Transmit-Time Merkmal man hat zu landen auf den richtigen Kanal. Man schmeißt Pakete nur einfach auf alle Kanäle so schnell wie man kann. Das ist nicht so schwierig, aber die normalerweise Package Injection sind ein bisschen schwieriger. Und das sind noch mehr Dinge. Also wenn man den Bluetooth-Spezifikation liest, da braucht man dann Tage dafür. Es ist sehr, sehr schwer anzugreifen. Nur, dass man dann einen Überblick hat von was wir im Kurzen machen. Ja, Data Manipulation. Aber die sind schon, es gibt schon sehr schöne Angreifsarten, wenn man dann Package Injection doch leisten kann. Bei solchen wie Hacker Team, diese Gruppe, diese Firma in Italien, der vielleicht ihr aus diversen Nachrichten, Netzpolitik.org und ich glaube WikiLeaks haben dann veröffentlicht alle den Software, den Source Code sogar vom Hacker Team, falls ihr dieses Nachricht verpasst haben. Das ist eine ziemlich interessante Anwendung, der alles sowas machen kann, Bluetooth und GSM und das sind Schweinereien, die da reingebaut sind und heißt Hacker Team. Schau mal in den Quelltext, die mittlerweile auf GitHub ist, zu finden. Ja, sehr lustige Geschichte. Ja, und das sind andere Angreifsvektoren. Wir werden dann weitergehen. Was ist das da? Naja. So, wir können dann weiter mit.
Das würden wir jetzt nutzen. Ich stecke mal das rein. Das heißt Übertooth One. Schauen wir nach. Eigentlich, wir haben Zeit nicht dafür. So, wollen wir Fragen beantworten? 5 Minuten haben wir. Entweder Fragen oder angreifen mit Bluetooth. Was hättet ihr lieber? Man kann über Estimode fragen. Hat man dringende Fragen jetzt? Ich glaube, man hätte lieber das sowas anzuschauen. Ne? Okay. So, das hier ist wenn wir mal Cam brauchen, denke ich. Das würden wir anschalten. Gut, an. Stellen wir um so. Man sieht so da im Hintergrund, so sieht es, so soll es ausschauen. Und so sieht es tatsächlich aus. Naja, eigentlich sieht man das nicht so gut, oder? Ja, das checken wir dann jetzt ein. So. Okay, das werden wir angreifen, dieses schöne Stück hier eigentlich. Es gibt auch ein Bild davon, glaube ich. Der nächste ist das, genau. Das ist es und das ist ein Multisensor, sondern eine Sensorentwicklungsplattform. Der erlaubt uns mit einem Ding sehr viel zu machen. Man sieht die zwei silbernen Seiten. Man kann dann mit... Man sieht auch die Schrauben. Man kann die Schrauben abmontieren und dann die silbernen Teile abmontieren und dann neue Sensoren da anstecken. Und es gibt so 10 Sensorarten. Diese hier ist ein Barcode-Sensor und das ist eine kleine Laser, nee, zwei eigentlich sogar, mit einer Kamera, was dann zusammen den Rolle von Thermometer spielen. So, werden wir sehen, ob wir das angreifen können. Und der funktioniert über Bluetooth, so werden wir unseren Bluetooth One in Einsatz bringen. So, das wollen wir. Wo ist es? Gut. Machen wir noch eine offen. Genau so. Und dann hier ein bisschen Cut and Paste, denke ich. So, wir werden dann ein bisschen weiter. Hier sind die. So, erstmal so. Okay. Ich habe vergessen, wo das ist hier. Handy rausholen, um den Bluetooth Master Device Rolle zu spielen. Da ist es. Bluetooth ist jetzt an. Und genau. Okay. Also, da müssen wir hin. Ah ja, da ist er. Okay, so sehen wir. So sieht's aus, wie kann ich das größer machen? So sieht
den so in diesen Raum oder zumindest innerhalb von 4-5 Meter von dieser kleinen Antenne. Also Bluetooth kann mehr als 4 Meter, aber die Antenne ist so klein, ist wahrscheinlich nur hier, so bei uns. Und das ist im gleichen Spektrum wie WLAN und bei Mikrowellen auch. Also das ist der visuellen Art, das zu sehen. Dann werden wir zunächst das hier probieren. Das ist auch geil. Das zeigt die Geräte mit ihren Adressen. Aber vermutlich muss ich sudo oder so. Was ist denn hier? Gehen wir oben. Nee, das ist... Wo ist der? Da ist der. Ah, diese Pfeile sind zu lang. Einfach cut and paste. So, das soll es. Dann mit sudo. Hallo. Ah, okay. Das ist besser. Ist es zu niedrig? Seht ihr das? Ja. Okay. Jetzt können wir das zusammenbinden mit dem Mobiltelefon. Und ich glaube, dann haben wir keine Zeit mehr, aber. Das hier. So. Da ist ein Mobiltelefon und hier ist eine Anwendung für den Gerät, was ich in der Hand halte. Genau. Node Connect steht da oben, werde ich klicken. Das ist ein Gerät, da ist der Node. Es heißt Node Plus übrigens, habe ich vergessen zu sagen, dieses weiße Gerät. Wir verbinden damit. Nochmal vielleicht. Was ist denn das? Jetzt fängt es an zu funktionieren. Es liest die Sensoren ab und es ist fertig zu benutzen. Wir werden zurückgehen. Und jetzt werde ich den Thermometer anschmeißen, den ich Stream Klima hier. Nee, nicht Stream Klima, Stream Therma. Okay, richtig. Okay, also man sieht die Temperatur da. Und da ist zum Beispiel den Laser mit den Kamera. Ziemlich ein geiler Teil. Was weiß ich, wenn ich dann so in mein Ohr mache, sollte dann da 36. Naja, ich muss dann richtig zielen. Ja, ist nicht schlecht. Was ist weder dann ganz kalt? Naja. Ja, also schönes Spielzeug. Okay, kann das dann doppeln als Laserdrucker. Gut, und das werden wir versuchen abzulesen, weil es über Bluetooth läuft. Ja. Nur muss man erst merken, dass es nicht in Schlafmodus geht.
Das ist natürlich auch lustig. So. Wo ist dann? Genau. Und hier haben wir eigentlich sehr viele Paketen. Leider glaube ich, wir werden nicht viel mehr machen können. Aber wie wir gesehen haben, als ich den Thermometer angehalten habe, waren diese ganzen Paketen rausgesendet über den Bluetooth. Und das kann man dann hier sehen. Den LAP ist den Lower Access, the Lower Address Part. Und man sieht keine Upper Address Part, weil es schwer rauszulesen. Manchmal, wenn es lang genug abliest, kriegt man dann eine Erfolgsmeldung. Wir haben den UAP und dann kann man eigentlich einen Dump machen von Paketen. Und dabei kann man dann Sachen ablesen und verstehen, was für Daten dann durchfließen. In diesem Fall Werten von Temperaturwerten. Ja, da muss ich leider aufhören, weil wir sind zum Ende. Aber ich hoffe, dass ihr Spaß gehabt habt mit den SOS-Demos und alles sonst. Vielen Dank.